Wir gehen mit unserer Kleidung nicht sorgsam um. Ich möchte in diesem Format zeigen, dass es durchweg möglich ist, sich mit Secondhand-Mode anzukleiden, nicht viel Geld auszugeben und gar nicht mal so schlecht auszusehen. Ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Mein Format, der nachhaltige Kleiderschrank. Dieses Format gibt es jetzt schon eine ganze Weile und ich zeige euch da meine Outfits, die ich mir so zusammenstelle. Und ich trage hauptsächlich Secondhand-Kleidung. Ein kleiner Teil ist nachhaltige Kleidung. Und bevor wir lange ins Quatschen kommen, hier diesen hier, würde ich sagen, wir legen los mit Outfit Nummer 1. Und ich habe hier wieder mein Bullet Journal. Im Outfit Nummer 1 habe ich meine Punktebluse an, die ursprünglich mal von Zara war. Ich habe sie aber secondhand gekauft. Er hat leider jetzt schon das ein oder andere Loch. Aber ich mag das Teil echt gerne. Und gerade zu dieser Übergangszeit ist es halt echt super gut, weil jetzt brauchst du nicht mehr so mega dicke Sachen anziehen. Ja, jetzt habe ich heute hier mal so einen Pulli an, aber in der Regel hat man jetzt nicht mehr ganz so dicke Sachen an. Da passt das ganz, ganz gut. Ich hatte mir dann vor längerer Zeit jetzt einen grünen Mantel gekauft, der ursprünglich von Only ist, auch natürlich Secondhand gekauft. Und der hat mich halt überzeugt, weil er eben innen dieses tolle Innenfutter hat. Und zweitens, weil er halt einfach wunderbar passt. So, also er ist halt echt gut geschnitten, weil ich bin klein, ich habe eine große Oberweite, ich habe einen kurzen Oberkörper und da tue ich mich tatsächlich mit Jacken tue ich mir echt schwer. Dazu trage ich meine Fremantle Porter Jeans, die halt jetzt inzwischen meine absolute Lieblingsjeans ist. Ich mag die halt echt mega gerne. Und dazu meine weiß-schwarzen Pumas, die ich leider schon geschrottet habe, aber jetzt festgestellt habe, durch das, dass ich sie geschrottet habe. Sie sind aus Kunstleder. Im Outfit Nummer 2 trage ich ein Hemd in Übergröße. Das ist auch mir zu groß, so ein bisschen. Von And Other Stories. Von And Other Stories habe ich sonst gar nichts. Das ist so ein Ableger von H&M. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich an die Kleidung rankommen sollte. Also ich bestelle sie, aber mal davon abgesehen, wie gesagt, trage ich eh hauptsächlich Secondhand-Kleidung. Und dazu trage ich eine schwarze Leggings, die ist von Tok Tok. Das ist jetzt eine nachhaltige Sache. Die habe ich neu gekauft und da habe ich tatsächlich auf 3 erweitert, weil die mich echt überzeugt haben. Und dazu trage ich meine schwarzen Stiefelchen, die ich damals für viel Geld gekauft habe. Ich glaube 500 Mark oder so. Aber die waren schon x-mal beim Schuhmacher, weil die halt einfach sehr gut verarbeitet sind. Und ich die Schuhe echt mega liebe. Die sind aber aus Leder und die habe ich, oh, lasst mich nicht lügen, vor 15 Jahren oder so gekauft. Und wenn du mal einen Schuh kaufst, der richtig was taugt, dann kannst du da auch immer wieder zum Schuhmacher gehen und der repariert die, ohne irgendwie zu motzen. Weil oftmals, das habe ich bei meinem Schuhmacher auch schon erlebt, oftmals ist es so, dass die halt so schlecht verklebt sind, die Sachen. Und das ist halt ein Schuh, der halt wirklich nur durch Handarbeit wirklich profitiert hat. Und ich bin froh, dass ich das Geld damals ausgegeben habe. Der Schuh ist zeitlos, den Schuh kann man ewig tragen und man kann ihn, wie gesagt, noch machen. Im nächsten Outfit trage ich mein rot-blau gestreiftes Shirt. Das ist leider ein bisschen eingegangen. Also ich bin der Überzeugung gewesen, ganz am Anfang war das länger. Und jetzt wasche ich meine Sachen nicht so heiß. Also bei 30 Grad heißer geht es bei mir eigentlich nicht. Und eigentlich hat das Shirt keinen Grund gehabt einzugehen. Aber wie denn auch sei. Ich mag es echt gerne. Ich hatte früher aber eins von Gina Tricot in es war vorher braun, nee, schwarz, es war vorher schwarz und rosa, ist dann irgendwie zum Braun mutiert, weil das dann echt viel gewaschen wurde. Es war vom Schnitt her noch besser, weil es breit geschnitten war. Das hier ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen zu kurz. Zu der Geschichte trage ich meistens immer meine Marvin Jeans mit Loch. Brauche ich eigentlich nicht mehr dazu sagen, weil ich habe nur noch eine, weil die andere kaputt gegangen ist. Und dazu trage ich meine roten Jugs. Die habe ich von meinen Freunden mal geschenkt bekommen zum Geburtstag. Die sind mega alt und das Rot ist noch sehr intensiv, aber das Weiß, diese Plastikkappen, die haben sich echt
gelb verfärbt. Ich weiß nicht mehr, wie ich das loskriege. Wahrscheinlich nicht funktionieren. Nächstes Outfit und auch hier trage ich wieder so ein Longshirt. Und zwar dieses von Street One. Wenn ich die Marke nur sage, denke ich mir auch schon, Gott, was ist das hier geworden? Früher Street One hätte ich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Das wäre mir echt zu langweilig gewesen. Aber das ist das Gute am Secondhand kaufen. Du verlierst den Bezug zur Marke und gehst halt wirklich nach dem, was du magst. Gehst ein bisschen nach Qualität und so. Und das Shirt habe ich schon relativ lange jetzt. Auch Secondhand gekauft, wie gesagt. Das hat hinten so einen Reißverschluss und liegt halt ganz schön breit. Vor allem, das ist wichtig bei mir und bei meinem Körperbau. Und dazu trage ich wieder die Mavi Jeans. Die passt da auch echt gut, obwohl die eben auch breit für mich ist und das Shirt auch breit für mich ist. Und ich habe mir da einfach gedacht, hey, so vom Farbstil her, die grünen Pumas passen da am allerbesten. Und so habe ich auch die Kombination gewählt, die funktioniert in der Art und Weise für mich am allerbesten. Nächstes Outfit, und das ist jetzt tatsächlich so ein Shirt, so ein typisches Shirt von China Tricot. Das war dieses, wo ich erzählt habe, dieses pinke mit den schwarzen Streifen, war nämlich auch so eins. Das liebe ich immer noch, dieses schwarze, aber es gibt halt jetzt langsam auch den Geist auf. Das hat so ein bisschen so Glitzerfäden drin. Und darunter habe ich meistens immer so ein Basic-T-Shirt an, weil es ist halt eben durchsichtig. Aber so von der Art und Weise ist es halt einfach echt mega gut. Und auch hier trage ich meine Mavi Jeans, die halt mega bequem ist. Ich mag die Waschung auch recht gerne, muss ich sagen. Allerdings ist mir die Hose leicht zu groß, aber schade. Und dazu trage ich natürlich auch meine weiß-schwarzen Pumas. Ich hätte echt nicht gedacht, dass diese Schuhe Kunstleder sind. Ich war der Überzeugung, durch das eben, dass ich Secondhand gekauft habe, ich war der Überzeugung, die sind aus echtem Leder, aber no, das ist sowieso. Kennt ihr das von Kunstleder, wenn diese Schicht da so weggeht? Und bei mir ist es da an der Sohle so ein bisschen aufgerissen und daher sehe ich das auch. Und das würde bei einem Lederschuh halt gar nicht passieren. Nächstes Outfit ist jetzt vielleicht nicht so mega stylisch, aber das möchte ich halt einfach auch mal zeigen, weil man trägt nicht immer nur Lieblingsklamotten. Denn ihr kennt es, die Lieblingsklamotten sind sehr schnell dreckig. Und es bleiben halt dann wirklich nur noch Sachen im Kleiderschrank, die man vielleicht als zweite Wahl nehmen würde. Also ich ziehe alles aus meinem Kleiderschrank inzwischen an und bin da echt mega stolz drauf. So ist mir auch wichtig, weil alles, was ich nicht anziehe, das geht weg. Und hier trage ich eine gestreifte Strickjacke, ebenso Secondhand. What About Tea T-Shirt in Khaki. Das habe ich vielleicht ein bisschen schlecht gewählt, die Farbe, weil so im Internet sah die Farbe ein bisschen dunkler aus. Angekommen ist dann das ein bisschen sehr hell. Ich ziehe es trotzdem immer noch gerne an und diese Öko-T-Shirts, also What About Tea ist jetzt so eine nachhaltige Marke. Ihr müsst das echt mal probieren, die verschwitzt du nicht so leicht. Ich habe das früher echt gemerkt, als ich so diese Synthetikfasern immer getragen habe. Die hast du ein-, zweimal an und dann kannst du es in die Wäsche schmeißen. So ein Öko-T-Shirt, das trägst du 3 Tage und da ist gar nichts, da ist überhaupt nichts. Meine Stoffhose von Esprit trage ich zu dem Outfit und auch die ist ein bisschen zu groß. Die hat mich aber nur 1 Euro gekostet. Also die habe ich bei uns im Caritas-Kaufhaus geholt. Da habe ich mir 2 Hosen gekauft, genau. Kann ich mir gut dran erinnern. Und leider ist die Esprit ein bisschen zu groß. Bei mir ist das Problem, 42 ist mal perfekt, dann ist es wieder zu groß. Kennt ihr das? Es ist echt übel und dann musst du wieder 44 tragen und beim nächsten Mal ist 44 viel zu groß und 42 passt dir nicht. Also das Hin und Her mit den Größen und die Stoffhose, die habe ich schon gekocht, passt aber trotzdem nicht hundertprozentig. Kannst du nichts machen. Dazu trage ich meine spitzen hellen Chelsea Boots, die ich auch für ganz wenig Geld geschossen habe. Und somit habe ich wieder ein weiteres echt günstiges Outfit zusammengestellt. Im nächsten Outfit trage ich ein schwarzes Spitzenoberteil und das ist ursprünglich mal von H&M und das habe ich natürlich auch wieder Secondhand gekauft. Darunter ein Trägeroberteil. Das ist, glaube ich, nachhaltig. Jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, was ich da getragen habe. Genau, ich habe da einige nachhaltige Oberteile. Und da trage ich eine Jeans. Die mag ich jetzt nicht hundertprozentig. Das ist so, ich nenne sie Ersatz
Jeans, wenn meine Lieblingsjeans schmutzig sind, dann trage ich immer die. Die hat damals überzeugt, weil die von der Länge her einfach gepasst hat. Das gibt es bei mir sehr, 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 sehr selten. Die hat sehr viel Elastan, was sie sehr bequem macht, aber dennoch, ich bin mit der nie so richtig warm geworden. Ich trage aber dennoch alles, was bei mir im Kleiderschrank ist. Ne? Das ist mir wichtig. Und auch dazu trage ich meine weiß-schwarzen Pumas. Im nächsten Outfit trage ich ein Oberteil von Kokay. Habe ich jetzt schon öfters in meinen Videos angehabt. Das ist irgendwie, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich kann denjenigen verstehen, der es weggegeben hat. Weil durch das Halbbluse, Halbpulli ist es entweder zu kalt oder zu warm. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Aber ich mag es dennoch echt gerne. Dazu trage ich meine Fremantle Porter Jeans wieder. Lieblingsjeans, die wird glaube ich nicht lange halten, wenn ich die so oft trage. Aber ja, ich weiß es. Und auch dazu trage ich meine schwarz-weißen Pumas, die leider jetzt schon dezent ein bisschen geschrottet sind. Im letzten Outfit trage ich ein hellgrünes Shirt von Marco Polo. Und das habe ich vom Flohmarkt. Das hat jetzt vielleicht nicht mehr die beste Passform. Das ist ursprünglich, glaube ich, auch irgendwie ein Kindershirt in Übergröße. Aber mir passt so einigermaßen. Es könnte ein bisschen länger sein. Wenn das ein bisschen länger wäre, dann wäre das perfekt. Also habe ich echt, glaube ich, für 1 Euro oder so auf dem Flohmarkt gekriegt. Dazu natürlich auch wieder meine Fremantle Porter Jeans. Ich trage die oft. Ich trage die auch jetzt, bin ich ganz ehrlich. Und in der Kombination, weil alles so ein bisschen hell und freundlich ist, trage ich jetzt ausnahmsweise mal Schuhe, die ich schon länger nicht mehr anhatte. Nämlich meine gelben Chucks. Die habe ich mal von meinen Eltern geschenkt bekommen. Die habe ich auch schon ewig. Die Schuhe sind unkaputtbar. Aber die hören sich wie Gummistiefel an, deswegen trage ich die nicht so oft. Aber ich konnte mich bis jetzt einfach nicht davon trennen. Es geht nicht. Und wenn ich mich von Dingen nicht trennen kann, dann muss ich sie anziehen, natürlich. Das sind jetzt meine Outfits, die ich in letzter Zeit getragen habe. Ich handle so nachhaltig, wie es nur geht, sprich Secondhand. Oder trage eben Kleidung auf, bis sie halt wirklich kaputt geht. Oder ich kaufe nachhaltige Kleidung zum aller kleinsten Teil. Wie sieht es bei dir aus? Du kannst mir das gerne unten mal in die Kommentare packen. Ich würde jetzt mich abmelden, sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.